Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr heute wieder bei mir dabei seid bei Let's Play World of Tanks. Und ihr seht heute den T28E mit der F30. Ja, dieser Panzer ist ein Premium-Panzer Tier 4 mittlerer Stufe. Und der ist wirklich sehr beliebt direkt geworden. Also der ist für, naja, man muss sagen, vergleichsweise kleines Geld in den Premium-Laden gekommen und hat sich schnell durchgesetzt. Der T28. Der geht so, sag ich mal, von der Basis. Die Spielleute haben ihn gespielt, aber jetzt nicht übermäßig gern. Aber das Besondere ist einfach die Kanone und die ist wirklich brutal gut. Wir haben einen Durchschlag von 120 mit 160 Schaden oder mit Premium sogar 161 Schaden. Und das für einen Tier 4 Panzer. Das ist halt phänomenal. Vernünftiger Reload. Man muss sagen, der Panzer lebt gefühlt von der Kanone und ist ansonsten ein vernünftiger Allrounder. Und da ich ja immer mal wieder höre, so von wegen, ey Karamba, zeig doch mal Mid-Tier, zeig doch mal Low-Tier und nicht nur immer High-Tier, dachte mir, ja, warum denn nicht mal wieder den? Den finde ich nämlich selber ganz cool, habe ich mir auch gekauft. Ich weiß nicht, ob es den gerade derzeit zu kaufen gibt, aber auf jeden Fall, wenn nicht derzeit, dann wird es ihn bald wieder geben, weil dieser Panzer hat kein verbessertes Matchmaking, der kommt also auch ganz klassisch in Sechsergefechte und den wird es immer mal wieder zwischenzeitlich zu kaufen geben. Jetzt schauen wir mal, was er hier macht. Jetzt erstmal hier ein bisschen snipen scheinbar. Ja, der erste ging schon mal schön daneben. Ich lobe auch noch die Kanone. Da rechts wäre ein B1 von ihm. Aber jetzt hat er hier den Stuart eine schöne gegeben. So, jetzt kommt der B1. Da hat er ihn. Habe ich gleich gesehen. Der steht auch schön frei. Man sollte sie einziehen lassen. Das sieht man. Aber wenn sie dann eingezielt ist, dann kommt man eigentlich bei jedem gut durch. Ich glaube, ich sag lieber nichts mehr. Nee, doch nicht. Mach doch ein bisschen links. B1 ist auch nicht so einfach zu durchschlagen. Aber da hat er einfach. Hätte er vielleicht ein bisschen aimen können. Ich glaube, wir sehen bestimmt noch schönere Treffer. Oh, das ist jetzt kein gutes Bewerbungsvideo für den Panzer. Ganze Team sehr passiv. Wenn man jetzt mal hier unten anschaut, die fahren jetzt mal langsam hier rüber. Oben am Hügel ist ein einziger Panzer. Hier ist einer, der scoutet. Also alles sehr, sehr, sehr reduziert hier. Da hinten geht ein T46 auf. Einaimen lassen, einaimen. Jetzt. So. Und dann fliegt die Murmel auch vernünftig schnell. Und wie gesagt, man kommt eigentlich immer gut durch. Man muss natürlich dazu sagen, wenn er Low-Tier ist, also als im Sechser-Gefecht, da sind seine 380 Hitpoints eher überschaubar und dementsprechend schnell weg. Also da solltet ihr so ein bisschen aufpassen. Hier in dem Gefecht mit der Tierstufe hätte er auch ein bisschen offensiver meines Erachtens spielen können. Aber gut, wenn das Team nicht mitzieht, dann muss man auch mal selber gestehen, dann nimmt man halt auch einmal hinten die Stellung ein und macht, was geht. Und gerade wie in der Situation jetzt, wenn man auch noch zurückliegt. Mittlerweile auch schon satt zurückliegt, 4 zu 8. So, der Toll, die bisschen zu weit vorgehalten. Da hat er ihn gekettet. So, und jetzt kann er. Ja, und da ist er weg, Sentinel. Der Sentinel, den Panzer, naja, auf Tier 4 selber. Da kann man schon was mit ihm anstellen. Aber ansonsten kein wirklich phänomenaler Panzer. Der hat bestimmt getroffen. Die Frage ist nur, für wie viel. Ah, perfekt. Da hat er beide wohl schön gesetzt. Sentinel weg. Da M8A1. Bleibt hier stehen, sehr gut, und dementsprechend kann er hier den Killshot landen. Und da der Lux steht auch, zielt auf den Valentine,
Dementsprechend hat er die Zeit und Möglichkeit, hier zu treffen. Jetzt ist er wieder zu. Mittlerweile 3 gegen 8. Ja, ist ein bisschen unfair. Jetzt hat er hier komplett gewartet, eingeaimt und ist gekettet. Blindshot auf gleiche Stelle. Genau. Macht ihn weg. Der Toldi von ihm aus seinem Team, der ist mittlerweile ganz weit weg. Ganz weit im Norden. Da gibt es keine Unterstützung an dieser Stelle. PZ. Oder eine Su da unten auch noch. Der ist weg. Jetzt noch auf die Su. Da kommt er jetzt gerade wegen der Gun Impression nicht runter. Jetzt allerdings schon. Oh, ein bisschen daneben. Jetzt kriegt er langsam Arbeit hier. Ja, der sitzt. So, und der Toldi kümmert sich jetzt scheinbar um die Artis da hinten. Weil der Lux ist hier bei ihm. Su auch. Vielleicht der FCM könnte noch da hinten bei der Basis vom Gegner stehen. So, jetzt hat er alle gegen sich. Lux ist hinter ihm. Su ist vor ihm. So. Den konnte zerstören mit Hilfe vom Auto-Aim. Und jetzt braucht er den Lux. Lux weiß natürlich, wo er steht. Einen Kill wenigstens noch für den Krieger. Man sieht auch ganz klar, der Lux geht nicht cappen. Der will hier, oder die wollen hier auch die Kills haben. Im Regelfall würde ich das wahrscheinlich ähnlich machen. Gestehe ich. Noch nichts aufgedeckt. Ich glaube, lang jetzt hier gleich dürfte was passieren. So, da ist endlich die erste AT. Na, noch nicht weg. So, jetzt kommt der... Ah, jetzt hat er hier... 6. Pack. Und Pack ist auch ein ganz unangenehmer Gegner. Der FCM, der nervt unglaublich. Kaum mobil, aber dafür eine tolle Kanone. TD zur Stufe 3, der wirklich ordentlich was anstellt. So, jetzt hat er ihn gekettet. 2 Schuss werde er brauchen. Erster sitzt. Den Kommandanten muss er jetzt auch wiederbeleben. Hinter sich hat er jetzt da die weitere Arti, aber der ist ihm jetzt gerade egal. Er will jetzt den FCM erstmal weghaben. Hinten ist der Lux jetzt im Cap. So, da konnte er den FCM wegmachen. Den 6. lässt er stehen, weil Lux... Will Lux jetzt durchcappen? Nicht dein Ernst. Das hätte der Lux früher machen müssen, dass das so funktioniert. Jetzt hat er noch alle Zeit der Welt, um darüber zu fahren.
Da ist er auch schon. So, jetzt könnte er hinter das Haus. Ich wäre jetzt da links und hätte durch die Schlitze geschossen. Ist so ein bisschen. Hätte er sich leichter gemacht. Weil der Lux ist eigentlich nicht zu unterschätzen. Aber in dem Fall. Das zeigt ihm auch noch die Seite. Also. Riskant, muss man sagen. Lux ist ein Gegner, der wirklich auch was drauf hat. Wow, und da war der nochmal knapp daneben, du. So, und jetzt kann er sich um die Arti kümmern. Acht Kills gleich. Der wohl neunte, weil ich denke mal, die Arti, da müsste es schon jetzt. Also, 1-on-1 gegen eine Arti ist immer undankbar, aber ansonsten muss man sagen, bis dato eine phänomenale Runde. Da ist die Arti auch schon. Und Arti ist weg. Ja, phänomenale Runde. Hat hier 9 Kills gemacht, hat hier definitiv den Sieg fürs Team nach Hause geholt. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß, warum ich mir den Panzer geholt habe. Und ihr könnt mir gern eure Meinung auch mal dazu mitteilen. Also, ab in die Kommentare mit euch. Daumen nach oben geben und abonnieren, falls noch nicht geschehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.